gestern Bayreuth, heute Frankfurt. Das Basketball-Doubleheader-Wochenende geht weiter für mich heute hier in Frankfurt. Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier live aus dem BTM. Ich bin Martin Schäuber und an meiner Seite aus der Frankfurter, oder aus der Fraport Skyliners Basketball-Family, Marc Gebert Hindermeyer. Schön, dass du heute mal von Anfang an dabei bist. Ja, hallo, hallo Miles, hallo da draußen. Schön, dass ich dabei sein darf und viel Spaß bei unserem Spiel. Liebe Grüße auch mal runter zum Bodensee nach Konstanz, weil ich glaube, da werden auch einige sein, die die Spiele heute verfolgen werden, einfach weil die es nicht geschafft haben, heute den langen Weg hierher zu kommen. Ja, und da vorne ist eine praktische Sache und ein toller Service für die, die es leider nicht geschafft haben, hier in Basketball City, Manhattan, da vorbeizukommen. Wir begrüßen alle Zuschauer am Stream aus Konstanz, aus Deutschland, auch die Facebook-Seite Mehr Deutscher Basketball im deutschen Fernsehen hat auch wieder Werbung für uns gemacht. Vielen Dank dafür. Wir begrüßen einfach alle Zuschauer. So ist es, Marc. Und heute ist es wieder Pro B Basketball auf einen Sonntagabend. Das ist ja auch nicht so üblich, weil sonst sind die Spiele am Samstag irgendwann am Nachmittag, aber heute mal am Sonntagabend. Und die Fraport Skyliners Juniors mit einer Bilanz von 9-8 auf den sechsten Position, also auf Playoff-Kurs, gegen den 11. die IFM Baskets Konstanz, die eine Bilanz von 4-13 haben. Heute sind auch wieder alle Jungs dabei von den Fraport Skyliners Juniors. Also glaube ich, es wird ein schwieriges Spiel für Konstanz. Ja, wie gesagt, bei uns sind alle an Bord. Auch es ist ein schwieriges Spiel, wir müssen abwarten. Es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich freue mich drauf, dass wir zur quasi Sonntagabend Primetime dabei sind beim Spiel. So dürften auch alle Faschingsumzüge jetzt beendet sein am Sonntag und vielleicht der eine oder andere mehr Zuschauer dabei sein. So, sprechen wir mal ein bisschen über beide Teams. Trotz die 81-74 Niederlage letztes Wochenende in Langen spielt das Team von Eric Detlef gutes Basketball. Die haben 4 von den letzten 6 Spiele gewonnen. Weiterhin vertraut das Team von Detlef stark auf ihre Defense, wo sie in den letzten 6 Spiele im Schnitt 68 Punkte nur aufgegeben hat. Das riecht auch sehr nach das Nummer 1 Team hier in Frankfurt, die Fraport Skyliners. Und trotz des Kommen und Gehen von Jungs wie Vogtmann, Bartel und Klein, wo man nie weiß, können sie die Doppelbelastung an einem Wochenende mitmachen, spielt das Team gutes Basketball. Und wie gesagt, auch wenn die drei Jungs mal nicht dabei sind, man hat ja immer noch Mary Wright und Taylor Brown, die ganz, ganz wichtig sind. Und wie gesagt, wenn das Team komplett ist, sind die sehr schwer zu schlagen, oder Marc? Ja, absolut. Wenn wirklich alle an Bord sind, dann ist es ein fantastisches Team, was sich in dieser Saison gefunden hat. Mit den Ergänzungsspielern Max Merz und Nikolai Vukovic und allen Rollenspielern, die perfekt ihre Rolle spielen. Und heute sind alle an Bord und es wird eine starke Mannschaftsleistung wieder abgeliefert werden, bin ich mir sicher. Wichtig ist auch, dass während der Saison Taylor Brown als weiteres Puzzlestück dazugekommen ist und sich jetzt in der Abwesenheit von den Dreigestirnen, sag ich mal, jeder weiß, was damit gemeint ist, Bartel, Vogtmann und Klein, dann auch in Szene setzen kann, das Team tragen kann. Leider hat es in Lang nicht geklappt, trotz tollem Basketball. Mal schauen, wie es heute läuft. Ja, der Gegner, lieber Marc, Konstanz, im ersten Spiel hat Frankfurt verloren, damals 73-65 vor 650 Zuschauer, damals ohne Bartel und Klein. Vukovic, Topscorer mit 21 Punkte damals, 4 Dreier hat er getroffen und auch Benedikt Nikolai hat seinen Senf zum Punkteausbeute gegeben mit 11 Punkten. Aber die hatten Probleme am Brett gehabt, die Skyliners 38-29 verloren und ein bisschen über das Team, die haben lange in der Regionalliga gespielt, sind dann aufgestiegen in die Pro B und das Team wird geführt vom Coach Marco Radilovic und einige Spieler sind nicht mehr dabei, wie Justin Archie und ich weiß nicht genau, ob Robinson Lewis mehr verletzt ist oder ob er auch nicht mehr im Kader ist, aber er ist heute nicht hier. Topscorer ist ein Deutscher mit Henningsen. Frederik Henningsen, genau. Starke 251 Punkte in der Saison, er macht einen Schnitt von 14,8. Das ist schon beachtlich. Neben ihm als weiterer Schlüsselspieler, der seit 4 Spielen in Konstanz dabei ist, ist Aubrey Connolly. Genau, der kam aus Schwelm.
ein starker Punkteschnitt, 16,3 Punkte im Schnitt bei 84% Freiwürfe. Das ist schon stark. Freuen wir uns aufs Spiel, liebe Zuschauer. Es geht hier gleich los. Starting 5, Klein, Bartel, Vogtmann, Wright und Brown für Konstanz. Sehe ich mit der Nummer 22 Henningsen, der Topscorer, mit der Nummer 1 Connerly, mit der Nummer 4, das ist Boot, mit der Nummer 13, ist das 13? Gleich zwei schnelle Punkte, wo gleich kommentier du mal. Okay, wir haben den Sprungball gewonnen, schnelle zwei Punkte durch Konsti Klein. Und jetzt sehen wir... Ja, Sila, der kommt aus Mali und gleich sein erster Antwort. Wurf. Stark, schöner Wurf aus der Mitteldistanz, sehr stark, Mali. Dritter Platz im Africa Cup of Nations im Fußball geworden. Okay, du kennst dich mit dem Fußball aus. Larry Wright, Vogtmann kommt raus an der Freiwurflinie, Law Pass inside, Bartel gegen Henningsen, hart zum Korb, nicht gut. Und Connerly mit dem Loose Ball und er rettet für die Nummer 18 Schinke. Schinke, genau. Und der zweite Wurf von die Nummer 32, Sila Uman. Und er ist heiß drauf hier. Ja. Konstanz mit der Führung, 4-2. Stark eingeleitet, der Angriff von Henningsen eben. Und jetzt geht es bei uns über Wright. Wright zu Vogtmann. Ja, die Konstanzer hier eine kleine Zone. Klein, geht rein. Viel Platz, kickt nochmal raus zu Bartel für 3. High Rainbow. Fehlwurf, wird rumgetippt. Und das ist Skyliners Ball. Ja, wie gesagt, bei den IFM Baskets Konstanz wird es drauf zu achten sein, das Trio Henningsen und Connerly im Griff zu behalten. So ist es. Right. Law Pass. Aber der muss schon sehr hoch geworfen sein, wenn Pokémon nicht mehr drankommt, oder? Absolut, ja. Turnover. Frapo Skyliners Juniors. 8:36 zu spielen. 4-2. Und jetzt geht's weiter mit Sila. Nice. Connerly, Sila, top of the key. Brown ist da. Henningsen in der Trap gestellt. Oh, da ist Uma. Er steht zum geblockt von Bartel. Und das Basketball. Schinke, der den Ball ins Aus verloren hat, aber. Konstanz Ball mit einer Sekunde. Eine Sekunde auf der Schachtel. Connerly. Mal schauen, was sie jetzt machen. Catch and Pop, vielleicht ein schneller Pass. Und dann Henningsen. Fehlwurf. Aber er war im Ring. Und Konstanz behält die Kontrolle. Connerly rettet. Aber der Skyliners. Fast Break. Schneller Pass von Wright zu Brown und der Lay-In. Schön. Vier beide. Ja, Marc, ist ja klar, beide Teams müssen erstmal so ein bisschen ihren Rhythmus finden, so sich beide mal so ein bisschen antatzen und sehen, ganz genau, was jeder kann. In jedem Basketballspiel ist es erstmal in den ersten Minuten sich anzutasten, wie ist der Gegner drauf, wie sind die Schlüsselspieler drauf. Und das ist jetzt genau die Phase, festzustellen, wie das der Fall ist. Brown, schnelle, schöne Ballbewegung von Skyliners, Klein für 3. Für 3. Konsti Klein. Und er hat jetzt schon 5 Punkte, 7-4 die Führung für die Fraport Skyliners. Connerly, Pull-Up-Jumper. In and out. Ball wird rumgetippt. Fast Break. Bartel hat Klein rechts. Bartel. Er geht aber alleine. Nein. Offensivfoul. Offensivfoul gepfiffen. Ja, gegen Danilo Bartel. Schade. Da hat er viel Arbeit gemacht. Immer schön, wenn man einen Big Man sieht, der schön den Fast Break brennt. Henningsen wieder auf. Sila. Henningsen zum Korb gegen Brown. Hart auch hier Offensivfoul und der Korb zählt nicht. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. So, und für alle Facebook-Freunde, wir sind auch wieder für euer Feedback sehr dankbar und eure Tipps und eure Kommentare über die Seite der Fraport Skyliners auf Facebook. Konsti Klein. Gestern nur 5 Minuten in Bayreuth gespielt. Hat aber einen schönen Wurf von der Ecke gemacht. Heute wieder dabei hier, right, links. Oh, hat den Ball nicht präzise genug zu Vogtmann und das ist ein Gerangel. Vogtmann und Schinke. Und die geben Ballbesitz zu Konstanz. IMF.
IFM, Entschuldigung, IFM Konstanz. So heißt das Team. Und Schinke. Oh, hart zum Korb, kein Foul. Irgendwie kommt Brown, mit dem Ball, Fast Break, right? Ja, und das Foul von Henningsen. Oh, schon sein zweites Foul. Für den Top-Scorer Henningsen. Ja, jetzt, da drüben habe ich schon gesagt, vorhin schon zu dir, ob Johannes Herber zurück ist. Da sieht jemand also gerade aus dem Wald gekommen hat. Aber das ist Radulovic, der Trainer. Tut mir leid, aber... Oh, für drei! Very right! Und die Skyliners mit ihrer größten Führung, die Juniors 10-4. Die Würfe kommen ganz gut von den Skyliners. Ja, bisher schon. Sieler, 1 gegen 1 gegen Bartel. Pull-up-Jumper. Fehlwurf, Rebound Larry Wright, hinten hilft raus. Bringt den Ball schneller vorne. Right, Herr Bartel, schneller Pass. Oh. Bartel, schöne Täuschung. Schöne Täuschung, ja. Und das Foul gezogen. Konstanz Nummer 4, Eber Vogt. Erstes persönliches Foul, drittes Team-Foul. Das erste Foul gegen die Nummer 4, Vogt. Seit 2008 bei Konstanz dabei, Eduard Vogt. So, Bartel an der Linie. 80% Foulquote für den Heidelberger. 13,3 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,6 Assists. Hat er gemacht in der Pro B. Neunmal zweistellig. 11-4 die Führung. Zweiter Versuch für Danilo. Auch gut. Ja, Marc, sieht gut aus. Die sind jetzt gut rausgekommen aus den Startlöchern, die Skyliners jetzt. Nach ein paar Minuten. Ja, 12-4 ist dann schon gutes Ergebnis für die ersten 5 Minuten. Zwei Fouls schon für Henningsen, da ist er am Ball zum Korb. Schöne Bewegung. Sehr schöne Bewegung. Das hat mir gefallen. Sehr schön. Konsequent zum Korb und abgelegt für 2 Punkte. Right. Bogmann. Brown. Brown zieht zum Korb und schade, gute Idee, aber nur das Brett wollte nicht ganz zustimmen zu ihm. Sieler jetzt. Henningsen. Für 3. Vorbei. Ah, Uma behält den Ball. Sieler Uma. Schinke ungeblockt von Vogtmann. Vogtmann leitet den Fast Break. Und Klein. Vogtmann mit einem Block an Schinke. Konsti zieht, hat die Lücke. Und da zieht er das Foul. Versucht noch einen Notwurf zu machen. Und aber gute Arbeit von Konsti. Und die Auszeit von Konstanz. Ja, das gibt uns vielleicht kurz nochmal die Möglichkeit auf das Spiel der BeKo Basketball Bundesligamannschaft der Fraport Skyliners gegen Bayreuth gestern zu werfen. Miles, du warst gestern vor Ort. Dein kurzer Einblick und dein Feedback zum Spiel gestern. Ja, für alle, die in der Halle waren oder das Spiel am Kicker oder gehört haben, ganz klar zu sehen, es war keine schlechte Vorstellung der Fraport Skyliners, aber wie gesagt, wenn man im Abstiegskampf ist, dann muss man einfach Spiele gewinnen. Und das war natürlich ein Gegner, den hätte man besiegen können. Die nächsten Gegner sind auch Gegner, die man besiegen müssen, Braunschweig und Tübingen. Aber das waren eigentlich zwei Faktoren, die Rebounds, ich glaube, es war die schlechteste Vorstellung der Skyliners, 39-23 verloren. Ganz viele offensive Bretter haben die zugelassen zu Bayreuth. Zu viele Tod- und Drittchancen, zu viele Extrawürfe der Bayreuther und auch dann, wie gesagt, diese Big Shot. Mit Beckham Weyrich und Simon und Schmitz. Simon Schmitz, ja, im letzten Viertel. Das war einfach zu viel für die Skyliners. Aber da waren auch viele Würfe, da waren Skyliner-Hände im Gesicht gewesen. Also, okay. Das waren schon tolle Würfe, die die getroffen haben. Aber man muss einfach den Kopf hochhalten und einfach in Braunschweig wieder alles versuchen. Wurf von Klein war nicht gut. So sieht das aus. Und das ist schon am Mittwoch der Fall. So, jetzt zurück zu diesem Spiel hier. Live aus Basketball City Manhattan. Und die kleinen 12-6, die Führung für die Fraport Skyliners Studios.
versuchen jetzt einen guten Wurf zu finden. Das war kein guter Pass. Ganz schlecht. Für den Vogtmann Sieler. Fast Break Sieler, sehr athletisch. Ja, und das Foul. Ein Spiel jetzt auch für Konstantin Lars Menk. Ein Oldie im Team, 34 Jahre alt ist er. Und seit 2005 in Konstanz schon lange dabei. Und jetzt Sieler an der Freiwurflinie. Vorher das zweite Foul von Danilo Bartel. 12,4 Punkte, 4,3 Rebounds, 2,6 Assists macht der Mann aus Mali. Im Schnitt 73% Freiwurfquote, 10x zweistellig in dieser Saison. Hat schon ein paar gute Spiele gemacht. 28 Punkte gegen Dresden, 24 gegen Nördlingen, 23 gegen Dragons. Zweiter Versuch, in and out, Rebound, Brown. 12-7. Vogtmann. Links rüber und da kam noch eine Hand dazwischen von Voth. Und 11 Sekunden mag noch an die Wurf, an die Shot Clock über die Frappus Galas. Und jetzt haben wir mit der Nummer 11 Samir Dax. Samir Dax. Oh, der. Mal schauen, nicht so oft, dass er so früh schon reinkommt. Ne? Absolut richtig, ja. Interessante Einwechslung von Eric Detlef. Larry Wright. Wright. Pull-up Jumper. Gut. Gut, gut, gut. 4-2. 14-7. Sieler hat. Oh, Sieler. Oh, da versucht er zu stopfen. Hat vielleicht ein bisschen zu früh abgesprungen. Taylor Brown mit dem Ball. Right, links, klein. Touchpass zurück zu Larry. Larry links, klein für 3. Nicht gut. Voth mit dem Rebound. Connolly. Connolly leitet den Fast Break. Coast to Coast. Schön gemacht, aber mit Impact. Vogtmann mit dem Rebound. Jetzt geht schnell. Nein. Vogtmann ist ja auch zum Youngster des Monats Januar in der Pro B gewählt worden. Dazu herzlichen Glückwunsch. Larry Wright fast ein Ziel von Sieler, aber hat den Ball zurück. 8 Sekunden an die Wurfuhr. Frappus Galas Juniors Larry Wright. Rechts rüber Dax. Dax muss aber schnell was machen. 3 Sekunden in die Ecke. Fade away. Fehlwurf. Und Connolly mit dem Rebound. Connolly. Es geht jetzt auch richtig schnell hin und her hier. Sieler mit Brett. Oh, Sieler ist gut drauf. Also Konstanz bleibt im Spiel. Also lässt die Skylanders nicht davonziehen. Sieler, bester Mann hier bis jetzt für Konstanz. Right. Wurftäuschung. Top of the key, Taylor Brown. Schnelle Hände, den Ball. Und Menk. Und jetzt wird's Connolly zu Sieler. Ja, er macht ihn. Ja, ja, jetzt eine Auszeit von Dennis. Ja, ja, muss er. Muss er nehmen. Muss er nehmen. Sieler mit starken Punkten in den letzten, in der letzten der Minute. Hat, der hat die letzten 6 Punkte gemacht. 6-2 Lauf für Konstanz. So kommt man auch wieder ins Spiel rein. Gerade so einen Lauf hätten die Skylanders gestern in Bayreuth haben können oder haben müssen im letzten Viertel, aber wie gesagt, war leider nicht der Fall. Aber die Konstanzer, die kämpfen hier und bleiben im Spiel und so leicht ist es bis jetzt noch nicht für die Starport Skylanders. Sieler macht im Schnitt 12,0 Punkte. Also die hat er bald heute schon alleine gemacht. Dann. Fast. Das ist ein starker Auftritt von ihm. Natürlich auch von der Konstanzer Defense, sonst würde er natürlich nicht den Ball bekommen. So, ich werfe mal einen Blick zu den Zuschauern. Es sind schon einige da. Das ist sehr erfreulich. Ich schätze mal, so um die 200. Du kannst gut schätzen. Ich kann sowas immer sehr schätzen, Marc. Wenn du, eine die Fans siehst auf den Rängen, also, aber du bist ja auch bei Spielen auch. Ja. Beim Fußball und als Schiedsrichter unterwegs. Auch. Das ist auch richtig. Ja. So, es geht weiter, liebe Zuschauer, hier im BCM. Live aus dem Frankfurt Nordwestzentrum. Skylanders führen mit 3. Ja, paar Minuten noch hier. Es war aber schon mehr. Und solche ein Pässe. Guter Pass von das Ryan zu Dax. Fast Break. Wieder Sieler. Er macht alles alleine. Coast to Coast. Ja, aber das ist er zu macht leicht. Es. Das er macht ist zu es. Leicht. Die letzten 8 Punkte. Hat Sieler alleine gemacht ja, für Konstanz. Ja. Stark, starker Auftritt, muss man so sagen. 8-2 Lauf, alle Punkte von Sieler. Right, Brown, inside, schöner Pass zu Dax. Und da war ein Foul gegen Konstanz. Nummer 4,
So, jetzt Same Dax an der Linie für zwei Freiwürfe. Ja, 3,5 Punkte macht Samir im Schnitt, 75% Freiwurfquote, auch nicht alle Tage, dass er an der Freiwurflinie ist. Er lässt sich viel Zeit. Leider den Touch nicht ganz gehabt da mit diesem Wurf. Aber hoffentlich bleibt er bei 50% mit diesen zwei Freiwürfen, wenn er diesen macht. Ja, also er hatte normal 75% in der Saison. 6 von 8 vorher, jetzt sind wir bei 7, 10 bei ihm. Geht weiter jetzt mit Meng zum Korb. Oh, geblockt von Vogtmann. Schon wieder ein Block. Fast Break, Klein. Aber Dax startet. Klein zu den Trailer Brown, aber er macht den Korb nicht. Jetzt geht's wieder hier, Fast Break. Connolly zu Meng. Meng nochmal. Henningse. Diesmal macht das. Meng war das. Meng, Entschuldigung, er hatte die 15 beide, Mark. Was ist hier los im BCM? Wow. Fast Break Punkte. 10-3 Lauf für Konstanz. Die haben das Momentum jetzt übernommen hier. Klein zieht rein, verliert den Ball. Zu viele Turnovers der Fraport Skyliners Juniors hier. Aber da war noch ein Kontakt, ein Körperteil von dem Konstanzer Spieler dran. Das heißt, weiter Ballbesitz für die Juniors. Mit 9 Sekunden an die Shot Clock. Klein. Vogtmann, ja. Schlechter Pass. Was? Da hat er den Kleinen gesucht. Meng kam dazwischen. Fast Break Connolly. Connolly. Oh ja. Und ein Foul gegen die Nummer 42, Hannes Osterwalder. Der ist im Spiel jetzt. Ja. Ja. Seit 2009 in Konstanz, Hannes Osterwalder. Ja, ist ein unsportliches Foul von Larry White. Marc, Konstanz kann die Führung übernehmen. Ja, geht das nicht. Aber sie haben es sich verdient und erarbeitet. Von daher. Aber man muss erstmal die Freiwürfe treffen. Osterwalder 38% Freiwurfquote. Aber die haben noch gleich Ballbesitz. Ja. Macht beide. Oh, der ja. fällt rein. Es sah von hier aus, als würde er rumtippen und auf die andere Seite runter, aber gut. So, Führungswechsel 15-16. 11-3 Lauf für Konstanz und die haben Ballbesitz. Einwurf Osterwalder. Meng zu Osterwalder, give and go, Osterwalder. Oh, er versucht zu stopfen. Oh. Diesmal geht er nicht rein, wie beim Freiwurf eben. Schon was man für Aktionen hier sieht in der Probe. Wahnsinn. Falco Teilig im Spiel. Brown, Inside, Vogtmann. Die müssen mehr mit dem Inside-Präsenz von Vogtmann hier Brown kämpft und jetzt gibt es den Holdball. Ballbesitz für die Juniors. Einwurf Falco Teilig mit 9 Sekunden an die Wurfuhr, Konsti Klein. Keiner hat gut gestartet, aber in den letzten Minuten nicht mehr viel gesehen in Sachen Scoring. Vielleicht kommt jetzt was. Klein, Brown, gut! Yeah. Taylor Brown für 3 Punkte und die Führung zurück an die Fraport Skyliners. Wichtiger Wurf hier zu Ende des ersten Viertels von Taylor Brown. Die Antwort von Connolly, nicht gut. Rebound mit der Nummer 11. Samedax. Falco, Vogtmann. Inside, Dax gegen 2. Step back. Und den macht er. Schön gemacht. Den das macht ist er. Immer wichtig. Wir haben das immer wieder besprochen in den letzten Wochen, Marc, wie sehr die Bank auch immer mal wieder hilft. Von ja. Eric Detlef. 2016. Die Führung für die Fraport Skyliners. 8 Sekunden noch, ein letzter Versuch von Konstanz. Connolly wird es selber machen. Connolly schaut auf die Uhr. Zieht rein. Step back. Oh, schön ja. gemacht. Ja. Noch nicht viel von ihm gesehen, aber er macht noch Punkte in den letzten Sekunden. Und das Viertel ist abgelaufen. Und die Fraport Skyliners haben hier wirklich schwerste Arbeit, Marc, oder? Ja, definitiv. Respekt an das Team von Konstanz für die Defense und die daraus resultierenden Ballgewinne. Und die Punkte von Silla. Nochmal zu deinem Einhaker mit den Rollenspielern von der Bank. Es ist natürlich wichtig, dass du die Bank ohne Bedenken einwechseln kannst. Du brauchst nicht nur deine Schlüsselspieler, deine Go-To-Players, sondern du brauchst auch die Bank. Und das ist wichtig, dass dann auch ein Samir Dax, wenn er gebraucht wird und eingewechselt wird, die Leistung bringt. Von daher
Du, Marc, jetzt brauche ich mal ein bisschen Hilfe von deinen Augen. Guck mal rechts über an den Monitor beim Stefan. Kannst du mal so ein bisschen die Statistiken, weil unser Monitor ist gerade nicht an hier drüben. Ja, wir schauen mal auf die Statistiken. 2 Punkte, 57% für die Juniors, 42% für die Konstanzer. Unsere Gäste, unsere Zuschauer sehen es ja auch auf dem Screen. Turnover 8 bei uns. 8 Stück im Gegensatz zu 2 bei Konstanz. Ja, Freiwürfe 75%, 50%. Rebounds und 3-Punkte-Würfe. Rebounds 13, 11-2 für uns, 8-4-4 für Konstanz. Assist 6-2. Und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt im Spiel. Ja, ich habe ja vor der Übertragung mit dir über das Spiel gesprochen, Marc, ja. Und habe gesagt, heute plus 20 für die Skyliners. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich liege da ein bisschen falsch. Also ich habe auch im Vorgespräch gesagt, dass wir aufgrund der gute Besetzung, volle Personalstärke eigentlich einen guten Sieg raus spielen sollen. Das sieht momentan nicht da aus. Und man muss, aber darf ich vergessen, Henningsen mit schnelle 2 Fouls. Ja, aber genauso bei Danilo Bartels schnelle 2 Fouls. Aber so ist Basketball und so ist der Sport. Das ist gerade das Interessante. Man kann sich niemals sicher sein. Man kann so viele Statistiken studieren und vorher Spielergebnisse vergleichen. Wichtig ist jetzt in diesen 2 Stunden. Starke Aktion, Rebound. Foot da, neuer Aufbau. Für jetzt 3. Und draußen. Nein, da, Danilo hat den Ball. Peter Leidig mit dem Fehlwurf und die Skyliners jetzt mit 20-18 führen. Teilig. Teilig zieht rein. Kein Schrittfehler, ich glaube, der Coach wolle einen von Konstanz. Und Brown verlegt. Brown kann den lockeren Korbleger, aber Second Chance. Und er macht ihn 22-18. Ja, hat er noch einen Offensiv-Rebound eingesammelt? Der Taylor Brown. Finally. Henningsen. Sportliches Foul. Von? Wo hat man da was gesehen in dieser Richtung? Ich wollte gerade sagen, ein Gerangel. Ein Gerangel unter den Kopf. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall ein Doppelfoul gepfiffen worden. Das heißt, wenn der Schiedsrichter die Fäuste überkreuzt gegen Taylor Brown und gegen Eduard Voth, dann habe ich das Zeichen wohl erst missinterpretiert. Also es war ein Doppelfoul. Das Zeichen sieht fast gleich aus. Teilig. Brown, schöne Täuschung und Schrittfehler. Schrittfehler. Okay. So, im Spiel wieder der Mann mit der heißen Hand im ersten Viertel, Sila. Umar Sila aus Mali. Und es geht weiter jetzt mit Aubrey Connolly. Falco arbeitet gegen ihn. Connolly kickt rüber in die Ecke, Leidig. High Rainbow. Airball. Brown mit dem Ball. Heilig bringt den Ball. Schneller Pass. Aber der Touchdown Pass wurde weggetippt von Henningsen. So, jetzt kommt Timmy Oldenburg mal. Oh ja. Mal schauen. Ich mag Timmy Oldenburg. Ich auch. Ich bin totaler Fan von Timmy Oldenburg. Weißt du noch das Spiel, wo er 4-mal gedankt hat? Wahnsinn. Einwurf. Teilig. Und auch im Spiel Max Merz. Den finde ich auch ganz stark. Ja. Teilig zieht. Kick rüber rechts. Merz. Extra Pass. Danilo mit einer Täuschung. Ja. Mit einer Handwurf. Und ein Steal von Merz. Schlechter Einwurf von Connolly. Bartel wieder. Sind das wieder Punkte? Nein, er verliert den Ball. Aber Ballbesitz für die Juniors. Ja, hat mich ein bisschen überrascht, Marc, dass Erik Dettler vielleicht nicht ein bisschen noch mehr ausgewechselt hat im ersten Viertel. Ich meine, ein Max Merz, ein Bukovic zu bringen, schon ein bisschen früher. Was er ja auch öfters dann auch macht, aber wie gesagt, ich bin nicht der Coach. Richtig, genau. Ich meine, es war ja jetzt ein sehr, sehr enges Spiel gewesen, da hätte man schon ein bisschen einwechseln können, aber... Er wird seine Gedanken gemacht haben und Im Spiel jetzt Raschka, Menk und
Paul Muffler. Also junge Spieler jetzt für Konstanz. Klein. Larry Wright kommt gleich wieder rein. Klein, rechts rüber. No-Look Pass. Schön gemacht. Oh, und Timmy. Timmy. Wusste nicht, ob er danken sollte oder nicht. Schöner Pass. Also ein Mittelding. Lauf oh, hier gute für Defense. Die Skyliners. Gute Defense von Danilo. Und jetzt also, setzen die Skyliners sich ein bisschen ab. Da hat er sich groß gemacht. Heilig, links rüber. Spielt jetzt auch, das ist Vukovic. Und ein Foul an Tim Oldenburg. Und Lars Menk, das Foul. Nikolaj Vukovic im Spiel mit der Nummer 18. So, auch ein guter Dreipunktschütze über die Saison. 4 hat er ja in Konstanz gemacht. Und Tim Oldenburg jetzt an der Freiwurflinie 68% Freiwurfquote für den Deutschen. Ersten macht er 6x8 Punkte, 2,9 Rebounds, 6x zweistellig in der Probe in die Saison und sein bestes Spiel 24 Punkte in Dresden. 2. Versuch, ist gut. Ja, so schnell geht's. 8-0 Lauf für die Fraport Skyliners Juniors, Marc. Ja. Basketball ist und bleibt ein Spiel der Runs, der Wellen. Muffler. Kommt ein Block von Sila. Muffler zieht rein, kickt nochmal rüber. Raschka. Vor unserer Kommentatorentisch. Rebound Danilo. Heilig. Wright. Ich möchte mal Wright richtig heiß laufen sehen. Vukovic für 3, den kann er. Timmy Oldenburg! Ja, mit Offensive Rebound. Mit gut dem antizipiert. Putback 30-18 und jetzt aber ein mega Run hier. 10-0 für die Skyliners. Muffler. Sieler. Menk. Sieler an der Freiwurflinie. Sieler. Jumper. Kurz. Kurz. Und Danilo. Nein, kämpft. Gerettet von Ball im Aus. Raschka, aber der Ball geht ins Aus. Ballbesitz für die Fraport Skyliners Juniors. 30-18 die Führung, 10-0 Lauf. Aber so hat das Spiel auch im ersten Viertel angefangen. So, von daher müssen wir jetzt gucken, wie Konstanz antwortet. Wie die Antwort ausfällt. Ja, damals Sila mit 8 Punkte hintereinander. Mal sehen, was jetzt passiert. Bartel, Heilig, der nicht so gerne wirft, mehr der Passer, oh, schöner No-Look-Pass. Oldenburg muss nochmal rauskicken, 10 an die Uhr. Zone von Konstanz links. Wieder Kick-Out für 3, Larry. Und die Right. Und die Auszeit von Konstanz. Ja, 13-0 Lauf, Marc. Ja, stark. Ein starker Start ins zweite Viertel und die Aktion von Falco war super. Wie du schon sagtest, er ist ein Pass-First-Guard. Ja. Und die Offense ist jetzt wirklich angekommen. Also der Rhythmus ist gefunden von den Skyliners. Die treffen auch sehr, sehr hochprozentig jetzt. Wieder, wir haben vorhin angesprochen, die Bank hilft wie immer. Tim Oldenburg ist reingekommen, hat gleich dreimal gepunktet sogar. Mit Freiwürfen. Stimmt. Zwei Korbleger. Und Larry Wright wieder von der Bank, 3 Punkte. Also es könnte nicht besser laufen für die Fraport Skyliners. Ja, es läuft. Die Maschine läuft und das Hinspiel ging ja wie gesagt verloren. Von daher gibt es ja noch eine kleine Rechnung aufzuaddieren. Und mal schauen, 13-0 Lauf in diesem zweiten Viertel. 13-0. Mal schauen, wie lang die Serie noch anhalten kann. Starke Rebound-Quote, das Rebound-Duell wird bisher dominiert, besonders im Defensivbereich 17-4. Ja, obwohl die ja in Konstanz sehr out-rebounded waren, aber damals waren zwei Spieler klein und Warten, glaube ich, waren nicht dabei gewesen, aber trotzdem. Und heute in diesem Spiel noch kein erfolgreicher 3-Punkte-Wurf von Konstanz. Bei uns schon 4 von 8. Connolly. Pull-up Jumper, Freiwurflinie. Ja, gut. Ja. Das ist so dieser typische Gang eines schnellen Guards.
und das kann er gut. Ja, der Stopp, der Run gestoppt von draußen, right, nicht gut, Rebound, wer ist da? Sila. Ich wollte gerade sagen, er fast hatte ich ein sportliches Foul. Ja. Da ging der Kontakt unten in die Beine. Sonst wäre es ein Fast Break geworden. Ja, Connolly jetzt an der Freiwurflinie aus Chicago. Hat in der NCAA gespielt. Bei Jacksonville 82 Spiele hat er gemacht. Und die letzten 5 Jahre als Profi in Finnland unterwegs. Und hat die Saison jetzt bei Schwelm begonnen. Hat nicht so gelaufen für ihn, ist er hierher gekommen. Und er hat sehr, sehr viel mehr Spielanteile hier. Ist ein ganz wichtiger Mann, wie man ja jetzt hier auch diesem Spiel sieht. Und es geht weiter, jetzt 4-0 Lauf für Konstanz und die sind im Ballbesitz. Der spielt im Schnitt 30 Minuten, 31 Minuten, starker Punkteschnitt, 16-3, oh, da ist Sila. Und, ja. Du hast es gesagt, ja. Marc, ja. Ein Spiel der Läufe, hier ja. Ein Lauf, ja. 6-0 Lauf für Konstanz. Die kommen wieder, Comeback-Team, 6-0 Lauf, Sila mit dem Jumper eben. Und die Skyline ist hier mit Bartel. Schöner Bounce-Pass, right, in Traffic. Und irgendwie kommt Tim Oldenburg mit dem Loose-Ball schön gesaved zu Larry. Oh. Larry Bucci, right. Mit einem Fadeaway oder im fallen Wurf. Mit einem Whatever-Wurf. Ja, whatever. Aber er geht rein. Wir nehmen es gerne an. Ja, absolut. Aber oh, Sila mit der Antwort. Wow, stark. Das gefällt mir. 35-26. Und die Konstanter kämpfen weiterhin, wie verrückt hier. Ah, Bennett, Nikolai ist übrigens drin im Spiel. Bart, Teilig. Findet den Ballfahrt, Larry Wright, Pull-Up-Jumper, Fehlwurf. Sila, Ball geht ins Aus, wer hat Ballbesitz? Konstanz. Sammy Dax kommt wieder ins Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, Marc, ja. Im ersten Viertel. Für Benne schon wieder raus. Bei den Gästen ist Menk im Spiel, Silla, Voth, Osterwalder und Connolly. Oh, Connolly, der Point Guard. Oh, jetzt gibt er das Kommando. Irgendwas. Ja, Menk. System. Menk, Voth. 5 an die Uhr, Osterwalder, Menk ist das, kurz. Dax kämpft, hat den Rebound. Schöne Arbeit von Samir Dax. Falco Teilig im Angriff. Falco, so der typische, klassische Point Guard. Ich mag das Spiel von Falco, weil ja. Es sind so viele Guards da draußen, nur wie in Connolly. Die machen die Würfe, die machen Offense. Aber beim Falco ist, man sieht immer diese wunderschönen Pässe, was man ja eigentlich von einem Point Guard auch erwartet, aber nicht von viele Point Guards immer sieht. Weil er macht diese No-Look-Pässe und er ist ein First-Pass-Guard, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, er setzt seine Mitspieler in Szene und das ist ein sehr toller Team-Player. Ah, oh, Bartel. Schöner Running-Hookshot von Danilo Bartel und die Skyliners bleiben weiterhin zweistellig in der Führung. Also es sind wirklich manchmal Spiele, Marc, wo der Teilig vielleicht 20 plus Minuten spielt, wo er nicht wirft. Voth zum Korb. Hard Ohr geblockt von Danilo. Und Tim Olmo kam rüber zur Hilfe und bekommt das Foul. Drei Teamfouls, beide Teams. Und an der Freiwurflinie mit der Nummer 4, Eduard Voth. Erster Versuch ist nicht gut. Er hat eine Freiwurfquote von 53%. 5,7 Punkte, 3,6 Rebounds im Schnitt. 14 Punkte hat er gemacht gegen Weißenhorn. Toter Versuch, gut. Ja, er hält seinen Schnitt. 37-27 zu spielen im zweiten Viertel. 3 Minuten zu spielen. Falco Teilig am Ball. Bartel. Rechts in der Ecke lauert Dax. Da ist er vor der Skyliner Bank Dax. Oh, er wird bedrängt.
Und Tim Oldenburg verliert den Ball, aber er sagt zuletzt, ja, berührt von Voth. Und noch 3 Sekunden für diesen Angriff. Und die Auszeit. Auszeit, ja, von den Juniors. Erik Detlef nimmt eine Auszeit. Natürlich wichtig jetzt, Marc, mit der ein bisschen paar Minuten, die es jetzt noch zu spielen gibt, dass die Konstanter vielleicht jetzt natürlich noch so nah zurückkommen können wie möglich. Es sind 10 Punkte, das ist nicht die Welt. Aber wie gesagt, die Skyliners haben sich natürlich sehr gesteigert im zweiten, ja, Viertel. Ja, definitiv. Und man muss es ganz ehrlich sagen, Konstanz hat einfach nicht den Manpower, was die Skyliners haben. Sie haben zwar mit Connolly und Silla zwei gute Spieler an Bord. Henningsen hat jetzt länger nicht mehr gespielt. Warum auch immer. Und wird auch ganz gut zugemacht. Ja. Er hat einen sehr guten ersten Schritt, zieht sehr gut, kann auch werfen, aber wie man so schön im Englischen sagt, denying the ball. Also er bekommt nicht so immer den Ball. Da machen die Skyliners eine gute Arbeit. Und mal sehen, was jetzt in der letzten 2:47 noch passiert hier im BCM in Frankfurt. Ganz genau. Ja, bei Skyliners Teilig, Oldenburg, Vogtmann, Dax und Larry Wright. Einwurf, Vogtmann, Larry Wright. 2 Sekunden an die Uhr, er wirft. Yes. Gut, Larry Bucci Wright. Und wieder so eine letzte Sekunde wichtige Wurf von Larry Wright, 39-27, 12 Punkte Führung für die Fraport Skyliners Junior. Da ist Henningsen, macht sich frei, aber er trifft auch nicht. Rebound Oldenburg und Falco hat den Ball. Vogtmann. Falco. Oh, no look, Pass zu Oldenburg und er zieht das Foul gegen die Nummer 42, Osterwalder. Klein und Taylor Brown kommen ins Spiel wieder für die Fraport Skyliners Juniors. An die zwei, nein, Einwurf Klein, 14 Sekunden an die Wurfuhr. Ja, Konstantin mit dem Einwurf auf Joe. Auf Big Joe. Das ist ein Mismatch. Vogtmann, oh, schöner Move. Ganz klar an die Nummer 18, Schinke vorbei. Leichte Punkte von Vogtmann. So nutzt man den Mismatch aus. Schöne Bewegung. Connolly, 2 Punkte. Stark. Starker Zug zum Korb. Und die Fraport Skyliners kommen zurück. Jetzt in der Offense 41-29 mit Konstantin Klein. Dax. Dax rutscht hin, aus. Aber schnell wieder an seine Beine. Vogtmann wieder dieses Mismatch. Extra Pass zu Brown. Er rettet. Brown 1 gegen 1 gegen Voth. Oh, schön gemacht. Mit Hand im Gesicht. Taylor Brown. Und das kann man nicht besser verteidigen von Voth. Definitiv. Also wenn er den Wurf macht, trotz der Defense, die gut war, Respekt. Ganz, gemacht. Ganz schwieriger Wurf von Brown. Und jetzt wieder eine sehr komfortable Führung der Fraport Skyliners Juniors mit 43-29, mit 1:25 zu spielen. Wird nochmal gewischt. Und jetzt EFM Konstanz im Ballbesitz mit Aubrey Connolly. Connolly. Zieht rein. Null und Pass. Oh, schön gemacht, schön, von zu Voth. Und da hat man gesehen, Connolly kann auch passen. Oh. Oh. So, bitte beschreibt das mal. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Also, offiziell ist es ein Offensivfoul.
die Schiedsrichterentscheidung gar nicht angeprangert, aber da war sehr viel. Da hat sich Connolly sehr leicht gemacht, um es mal so zu sagen. Ja. Da ist Connolly am Ball. Schöner Dribbler. Und da steckt er den Ball noch zu Schinke, aber war zu schwierig der Pass. Connolly hat ihn schnell zu right. Brown links. Fast Break. Wieder zu Larry. Und er zieht das Foul gegen Menk. Und da ist der Marko Radulovic überhaupt nicht zufrieden damit. Henningsen hat das Foul bekommen. Oder Henningsen? Henningsen. Okay. 22. Sein drittes Foul. Achso, ja, stimmt. Der hat den Bart. Ja, wir haben ja beide schon den Menk und den Henningsen verwechselt. Ja, ja, ja. Kein Problem. Larry Wright an der Freiwurflinie. Erster Versuch. Gut. Für den Amerikaner. Geboren in Lansing, Michigan. Magic Johnson. Kommt ja daher. Toter Versuch. Gut. Ist gut. 45-31. 38 Sekunden noch jetzt für Konstanz hier. Connolly, Pull-up, kurz, Rebound, klein, Fast-Break. Immer wieder versuchen, es ganz schnell zu machen. Und ein Foul von Osterwalder, um diesen Fast-Break zu stoppen. Die Nummer 42, Hannes Osterwalder, zweites persönliches Foul. So, und wir haben Team-Foul-Grenze erreicht. Das heißt, es gibt zwei Freiwürfe für Konsti Klein. Toda, bester Score der Skylines, 16,6 Punkte, 4,8 Rebounds, 4,3 Assists, 82% Foulquote für Konsti, 6x zweistellig in dieser Saison. Und beide sind drin. Ja. Konstanz wechselt und Silla kommt zurück. Irgendwie. Ja, da hatte einer zu viel gewechselt. Das waren nur vier Leute auf dem Feld. Connolly. Sila. Sila zieht rein. Oh, schöner Pass in die Ecke zu Schinke. Menk für drei. Ja, das war Menk. Der erste, oder? Erste drei Punkte von denen? Ja. Ich schau mal kurz. 13 Sekunden noch im zweiten Viertel. Die Skylanders können ausspielen hier mit Klein. Erster erfolgreicher für drei. Kurz. Es geht schnell. Connolly, 5 Sekunden. Connolly, 3 Sekunden. Er geht alleine. Selber. Nein. Solo Pass. Er geht zurück. Step back, Dreier. Nein. Leidig mit dem Step back, Dreier zu lang. Und wir gehen in die Pause mit 47-34. Und wir sind in circa 10 Minuten wieder da. Bis Ganz gleich. Genau. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier zurück aus dem BCR. Ich bin Malte Schmidt-Schäuber und immer noch an meiner Seite Marc Gebert Hindermeier. Ja. 47-34 die Führung für die Fraport Skylanders Juniors, Marc. Und eine komfortable Führung. Und schauen wir nochmal schnell die Statistiken an, bevor es jetzt hier weitergeht im dritten. Bitteschön. Ja, dann gehen wir mal zusammen die Statistiken durch. Punkte aus dem Wurfquote aus dem Zweipunktbereich bei 68% für uns und 42% für die Gäste aus Konstanz. 3 Punkte, 40% zu 13%, Freiwürfe 90%, sehr stark, 9 aus 10 zu 63% für die Gäste, Rebound-Duell ganz klar, 25 zu 12. Bei den Turnovern haben wir leider viel zu viele gemacht, also provoziert natürlich durch die gute Defense von Konstanz, das muss man natürlich auch mal lobend erwähnen, 10 zu 4 steht es hier in der Statistik und ja, Punkte 47-34 und ich denke, wir starten in das dritte Viertel. Hier noch eine interessante Statistik, Larry Wright, Topscore mit 14, aber ja. Auch einer der wichtigsten Spieler heute, Taylor Brown, 9 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, okay, 3 ja. Turnovers, 1 Block hat er, aber für mich einer der wertvollsten bis jetzt. Absolut, bei den Gästen ist es tatsächlich Umar Silla mit 15 Punkten, das heißt, er hat seinen Schnitt schon erfüllt. Und weiter noch mit 8 Punkten Connolly, der auch sehr stark das Spiel leitet und aufbaut auf Zeit der Gäste. Ja, es geht jetzt weiter hier gleich oder jetzt
47-34. Wir freuen uns, Marc, auf eine unterhaltsame zweite Halbzeit hier live aus dem BCM. Absolut. Basketball City Manhattan hier im Nordwestzentrum in Frankfurt. Ich gucke immer ganz gerne Skylanders, die hier waren. Wir haben Muli Katzerin vorhin gesehen, der hier rumgelaufen ist. Hast du Skylanders-Spiele gesehen? Ich konnte nichts sehen. Also noch nicht. Naja. Die sitzen manchmal da hinten in die Ecke. So, das Spiel geht weiter mit Ballbesitz für die Juniors. Und jetzt haben wir die Skylanders hier direkt bei uns hier. Ja, das ist immer schön, wenn sie hier auf die Seite spielen. Taylor Brown. Kickt nochmal rüber zu Bruckmann mit 7 an die Uhr. Bruckmann mit Täuschungen, mit Moves. Und er war nicht so ein Faktor in der ersten Halbzeit, Marc, in Sachen Punkte. Da hat er nur 2 gemacht. Schnelle Antwort. Den habe ich verpasst. Wer Furt, war das? Furt, Eduard Furt. Ja, sorry, dein Satz nochmal zu Ende zu bringen. Ja, Bruckmann hat nicht viel gemacht. Der wurde ganz gut zugemacht. Aber mal sehen, wie er sich hier schlägt in die zweite Halbzeit. Ja, er hat vielleicht nicht viele Punkte gemacht, aber starke Rebounds geholt. So ist es. So, das geht, das Foul gegen Konstanz, Nummer 4, gegen Furt. Nein, gegen Henningsen. Oh je, okay, sein viertes Foul. Das ist natürlich extrem bitter für die Gäste aus Konstanz. Aber ganz ehrlich, er hat, wenn man die Statistiken anschaut, nicht viel beigetragen. In fast 15 Minuten gespielt. 2 Punkte hat er nur gemacht. Er war schon früh in Foul Trouble. Das klar auch, aber er hat immerhin fast 15 Minuten gespielt. Taylor Brown, Jumper, kurz, Rebound, Foot. Und jetzt geht es schnell zu Connolly. Konstanz muss was machen jetzt. Foot gegen Vogtmann. Verliert fast den Ball. Connolly. Oh, schöner Stopp und dann den Wurf. Und jetzt geht schnell, schneller Pass. Outlet Pass von Wright zu Konsti. Ja! Konstantin Klein. Und da hatte ich schon fast gedacht, dass er ein bisschen zu weit war und dass er nicht mehr diesen schönen Korbleger ablegen konnte. Aber toll gemacht. Super. Super noch den Ball abgelegt. Weil ich meine, du bist ja auch einer, der Basketball spielt. Wenn man wirklich mit hoher Geschwindigkeit ist schwierig. Und am Korb ist und dann noch den Korbleger reinlegen muss, ist nicht immer leicht. Der Raum wird viel zu klein und der Abstand zum Korb wird einfach immer viel kleiner. Man denkt manchmal, dass man schon ganz woanders ist. Das hat er gut gemanagt in der Situation. Sieler, 15 Punkte in der ersten Halbzeit. Boot, Running Shot. Ja. Und geschoben von Taylor Brown. Ja, Furt, auch interessante Sache. Über ihn hat seine Karriere bei SG Ur Springschule begonnen, also dieses tolle Internat da unten. Hat mit Lukas Steiger zusammengespielt. Bist du okay, Mann? Okay, gut, er muss gerade ein bisschen was zu sich nehmen. Und auch mit Nikolai Simon und Fabian Böke. Und der Furt macht beide. So. Bist du wieder da? Ja, ich hatte gerade. Du hast dich verschluckt? Klein. Am Baseline, Vogtmann, schöner Kickout-Pass, Nullpass in die Ecke von Klein zu Larry. Nein. Und Vogtmann da und Vogtmann wird jetzt langsam heiß, er kommt langsam ins Rollen. Sein toter Korb jetzt hier schon im dritten Viertel und die Skyliners führen hier sehr komfortabel. Schöner Putback von Vogtmann. Das machen die Center-Spieler bei den Juniors heute gut. Vorhin schon Oldenburg mit dem Putback und Vogtmann jetzt auch. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ich werde es nochmal ansprechen, Marc, was mich jetzt sehr überrascht. Ich habe Sehnsucht nach 2 Spielern, Nikolai Vukovic und Max Merz. Ja, das stimmt. Eigentlich, die spielen eigentlich sonst mehr. Ja. Aber gut, das Team ist komplett heute, aber man muss ja jetzt nicht einen Kleinen jetzt hier 35 Minuten spielen lassen, oder? Wenn man so gut führt. Vielleicht hat er gesagt, Coach. Nicht, dass ich Klein nicht spielen sehen möchte, ich möchte ihn spielen sehen. Aber die anderen fehlen mir auch so ein bisschen. Ja, definitiv. Aber vielleicht ist es auch gerade gewollt, dass Klein vielleicht sich auch den Stress und den Reisestress und das Spiel von gestern ein bisschen aus den Beinen läuft, um einfach frei zu werden. Ist ja auch wichtig, dass du die Kopfblockade für das wichtige Spiel für Mittwoch löst und dir über dieses Spiel wieder Selbstvertrauen anspielst. Vielleicht ist es genau das der Plan.
Sila. Da ist wieder Connolly bewacht von Klein. Connolly. Vor zum Korb. Er penetriert sehr viel jetzt. Ja. Und er kommt jetzt auch langsam in Fahrt. 5,7 Punkte macht er nur im Schnitt, aber der muss schon bei seinem Schnitt sein. 14 Punkte Führung für die Fraport Skyliners Juniors. Voth hat jetzt schon 9 Punkte gemacht heute. Also ist er schon deutlich über den Punkt. Übernimmt so ein bisschen die Last von Henningsen, der heute nicht so viel bringt. Ja. Vier Fouls auch Fouls. Natürlich. Right. Bartley. Klein zieht Korb. Oh, toll gemacht wieder. Der Winkel war nicht leicht für ihn. Stark. Und mit Brett. Und Klein wollte das Foul, hat es aber nicht bekommen. Kommt über die Baseline und macht den Korb. Connolly. Und der Wurf von Schinke war nicht gut. Lieber und Bartel. Und die Skyliners kommt so. Ganz frei ist Vogtmann, aber Klein hat nicht den Pass gemacht. Fällt hin. Da ist Vogtmann im Low Post. Toller Pass aus dem Post immer der Joe. Larry, gut! Larry Bucci Wright. Für 2. Skyliners 18 Punkte Führung. Connolly verliert fast den Ball. Sila. Sila auf Balance. Kurz. Rebound. Wo kommt der Ball hin? Irgendwie zu Danilo Bartel. Fast Break. Es geht schnell. Und der Schiedsrichter war am Weg. Und Menk hat den Ball. Fast Break. Ja. Menk, Sila. Sila zum Korb. Oh, 2 stark. Punkte. Schön gemacht. Da ein bisschen die Skyliners im Pech. Der Schiedsrichter war am Weg. Ja, in dem Moment ist er in Luft. Von daher. Der zuerst reagiert am schnellsten, hat den Ball bekommen. Das war in dem Fall Konstanz. Vogtmann im Lowpost. Man weiß nie, passt er oder wirft er? Larry kurz, Sila mit dem Rebound. Sila dribbelt. Wow. Sila sieht den Schön. Mann, Vogt, der in die Zone reinzieht und er zieht das Foul. Er zieht das Foul, weil noch keine Verteidigungsposition von Danilo eingenommen wurde. Und die Juniors, Erik Dettler, nimmt die Auszeit. Ja. Also es ist, Konstanz baut wieder ein bisschen mehr Tempo auf über Sila. Und mal schauen, Connolly, ja. Weil die haben, das Problem, Marke, sie haben einfach nicht so viel Hilfe in Sachen Scoring im Vergleich zu den Skyliners. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ein Henningsen, wie gesagt, ist ein Ausfall, geschwächt von den Fouls. Und gut, Sila spielt, macht seine Punkte. Connolly, Foot hilft, aber sonst danach kommt nicht viel. Ja, leider und nicht. Es wird sehr, sehr schwer sein, hier in das Spiel zurückzukommen. Das ist richtig, ja. Ich meine, ein Menk und ein Leidig, die machen noch 7 und 6 Punkte im Schnitt. Ja, aber danach ist leider, wie du schon sagst, kommt leider nicht mehr so viel. Osterwalder, Schinke, Raschka, Nikolic, Vogt heute noch einer von den besseren. Leidig, Menk. Naja. 43. Meist über die Defense zurückkommen. Über die Defense arbeiten, sich dadurch die Ballgewinne zu erarbeiten, so wie sie es in der ersten Hälfte getan haben. Und genau diesen Weg müssen sie euch weitergehen. Weißt du, was ich auch finde, wenn man den Markt? Ein Danilo Bartel-Dank. Ja, ich habe noch keinen Danilo Bartel-Dank auf meiner Liste notiert. Das stimmt. Aber vielleicht kommt er noch. Vielleicht. Vogt, erster Versuch war nicht gut. Jetzt der tote Versuch, um zweistellig zu punkten hier in diesem Spiel. 53% Freiwurfquote. Ja, die hätte er ja, wenn er jetzt den macht. Für den Deutschen. Auch vorbei. Oh, high Rebound. Ball geht ins Aus. Zuletzt berührt von Taylor Brown, glaube ich. Ja. Pech für ihn. Pech für die Fraport Skyliners Juniors und Ballbesitz für Konstanz. Aubrey Connolly mit dem Einwurf. Osterwalder.
Connolly. Connolly gegen Klein. Connolly wirft right im Gesicht, aber den versenkt er. Wow. Aber zwei Punkte. Noch. Zwei Punkte. Ja. Skyline ist mit Klein. Vogtmann versucht den Passstil aus der Weiler. Oh, ganz hoher Touchdown-Pass. Und Connolly kann ihn nicht kontrollieren. Und er wurde gefoult von Konstantin Klein. Also da habe ich schon fast gedacht, dass der Pass gar nicht mehr runterkommt, Marc. Der war so lange in der Luft. Über das ganze Feld. Einwurf für die Konstanter aus der Walder. Aus der Walder mit der Täuschung. Wirft eine Hand, nur mit Brett. Rebound Fuchmann. Fast Break Larry. Larry Wright. Wartet, gibt ihn einen Block. Wright. Vogtmann. Set Play. Wright. Vogtmann. Viel Zeit an die Uhr noch. 10. Klein ist frei. Ja. Für 3. Konsti Klein. Das sind die Big Shots, die die Skyliners hätten gebraucht gestern. Die kommen hier. Klein. Was er machen möchte. Er macht die Punkte. 61-44. Oh, Steel in der Mittellinie. Taylor Brown an Sieder. Dunk. Und der Mega-Dunk von dem Mann Taylor Brown. Wow. Ja, Marc, jetzt ist es fast 20 Punkte. Ja, und die Auszeit von Konstanz mit dem Dunk von Taylor Brown. Also ich werde jetzt mal einen Begriff hier mal in die Welt bringen. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist zu sagen, aber so wie die hier spielen und wenn die in Vollbesetzung ist, warum könnte man nicht Pro-B-Meister werden? Warum könnte man das nicht? Weil oder zumindest Röndorf sehr stark ist. Ja, aber wir haben geschlagen. Gut, das da waren 4 Ausfälle gewesen, das muss ich auch noch dazu sagen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Konstantin Klein hat es mir schon mal gesagt, wenn die Fraport Sky in einer Schule in Vollbesetzung sind, sind die einer der besten Teams in der Pro B. Das hat er gesagt. Das ist richtig, das stimmt. Stimme ich ihm zu und da gibt es auch gar nichts dagegen zu setzen. Ja, man muss schauen, heute das Spiel ist wichtig, weil die Konkurrenten um uns herum auch gepunktet haben. Lich hat gewonnen, Hanau gestern mit einem engen Spiel gegen Dresden doch noch gewonnen. Ja, Röndorf auch wieder gewonnen gegen Langen. Man muss sehen, wie die Saison noch zu Ende geht. Und dass wir in die Playoffs kommen, da habe ich überhaupt keine Bedenken für die Pro B. Ja, man muss schauen, wie dann diese Serien dann gespielt werden. Leidig im Spiel Connolly. Connolly mit Brett stark. Und 2 Punkte. Wie viele Punkte hat er eigentlich? Der ist auch schon zweistellig. Connolly ist jetzt bei 10 Punkte. Okay. Im Low Post. Da wird gleich gedoppelt an Vogtmann. 12. War noch die noch nicht aktualisiert. Nein. Dax. Oh, fast ein Airball. Oh, hat seinen eigenen Rebound. Tolle Arbeit. Und im Fall der Tippe von Johannes Vogtmann, oder? Oder war der das? Der zählt nicht. Nein? Ah, da hat... ja, Protest gibt es jetzt hier auf Seiten von Erik Detlef. Also es ist so, dass Samir Dax Wurf den Ring berührt hat und reingefallen werde, aber... Der Vogtmann war oben am Brett. Nein, Vogtmann ist von unten durchs Netz. Ah, okay. Hat den rausgetippt. Also so im Rebound, genau. Weil nicht beabsichtigt. Von daher leider ein... So, eine der wenigen 3-Punkte-Würfe eben von Menk. Oh, okay, siehst du, haben wir ganz verpasst. Ja. Soll natürlich nicht. Was war das für ein Pass von Taylor Brown und Johannes Vogtmann? Das weiß nur er selbst. War ein bisschen hart, der Pass, oder? Die waren ja eigentlich nebeneinander fast. Die waren fast nebeneinander und ja. 63, 49. Connolly. Swingt den Pass nochmal raus zum Menk. Connolly, noch zurück. Viel Zeit, 13 Sekunden an die Wurfuhr für Konstanz. Connolly 1 gegen 1 gegen Vogtmann, zieht Shake rein. Shake Bake. Ah, und er zieht das Foul. Ja. Aber trotzdem, die Szene von eben, das hat mir gefallen. Samir Dax zwar mit dem zu kurzen Wurf in der ersten Situation, ist aber gleich seinem Wurf nachgegangen und
hätte dies mit dem erfolgreichen Korb korrigiert, wenn dann nicht die weitere Entwicklung gewesen wäre. Hätte Fahrradkette. So ist das. 82% Freiwurfquote von Connolly. Er macht 1 von 2. Es sind, Marc, wieder nur 13 Punkte. Also die Konstanter sind noch im Spiel. Larry Wright. Oh, schöner Move. Oh. Wright mit... Wie viel Platz er sich mit dem einen Schritt schaffen kann, das ist fantastisch. Tolles Footwork. Und auch hinten mit dem Rebound. Larry Wright hinten und vorne. Klein. Bewacht von Leidig. Paul. Ja. .37 noch zu spielen im dritten. 15 Punkte Führung für die Fraport Skylanders Juniors. Momentan auf dem 6. Platz in der Pro B Süd. Es sind sogar noch mehr Zuschauer dazugekommen. Echt? Ja, ja. Okay. Right. Taylor Brown schlägt der Pass wieder zu Puppen. Oh. Brown erkämpft sich den Ball zurück. Brown. Aha. Zum Kopf. Klein da. Tolle ja. Arbeit am offensiven Brett von dem Mann mit dem schönen Tattoo auf den linken Arm, Konstantin Klein. Und er feuert sein Team zusammen in der Defense. Toller offensiver Rebound von Konstantin Klein. Ganz frei, Menk. Ja. Den macht er. Er kommt auch langsam in Fahrt. Irgendjemand muss hier für den Henningsen die Arbeit machen, die Punkte machen. Brown. Kick out. Zu Dax, wieder Konstantin zu Dax und er sieht Brown, der reinläuft und macht die Punkte. Ja, schönes Spiel von Dax, oder? Ja. Also der Plan von Eric Detlef geht auf, dass Samir Dax schon früh eingewechselt wurde und er scheint seine Aufgabe gut zu machen. Es gibt eine Doppelauswechslung. Spielwechsel Konstanz. Neu im Spiel Nummer 6, Laurenz Raschka. Timi Oldsburg kommt zurück und Falko Teile. Ja, ich habe jetzt eben nur ein bisschen unsere Bank angeschaut. Erster Versuch von Osterwalder. Ist nicht gut. 2009 bei Konstanz. 37% von der Freiwurflinie. Aber der zweite geht rein. Und noch ein Spielerwechsel. Konstanz. Ja, das ist mit der Nummer 12. Das ist Sandro Eberlein. Ist im Spiel jetzt. Oh. Teilig. Hochmann. Teilig. Er traut sich nicht zu werfen. Oh, schöner No-Look-Pass. Unmog. Oh. Ah, das war ein No-Look-Pass vom Feinsten. Vom Feinsten. Selbst Timmy war da ein bisschen überrascht, weil er auf Knie ankam, hat den Wurf aber noch gerettet. Und die 3 Punkte von Menk. Das war schon sein Toter, glaube ich. Und die wollen einfach nicht aufgeben, die Konstanter. Ja, das ist ja auch gut so. Aber Baseline, wieder Tim. Auch wieder ein schöner Pass von Vogtmann. Man denkt, dass der Pass rüberkommt, aber er passt links auf seinen Mitspieler. Ja, also es ist unglaublich, wie gut der Johannes Vogtmann in jungen Jahren schon ein Passer ist für seine Größe, für seine Position. Vor allem auf dem Post gucke ich ihm gerne immer zu, wenn er den Ball hat, weil man weiß nie genau. Ja. Er wird passen, er wird nicht immer gleich das 1 gegen 1 suchen, er passt gerne den Ball raus, findet den offenen Mann und kann auch die Assists machen. Sorry, ich habe ihn unterbrochen. Ja, definitiv. Wusstest du, dass er nach Max Merz der zweitbeste Assistgeber ist bei den Juniors? Vogtmann. Nee. Ja. 42 Assists schon. Das war Larry Wright eben. Und zum Korb Raschka. Ballbesitz weiter für Konstanz mit 16 Sekunden auf der Shotclock. Und jetzt haben wir den Ball. Mit den letzten Sekunden, das heißt, wir können ausspielen. Letzter Versuch. Wer macht den letzten Wurf, Marc? Larry. Oh! Nein! Das war wirklich kein schöner Wurf von Falco. Nein. Oh! Und ein Buzzerbeater von Sandro Heberlein, der gerade ins Spiel reingekommen hat. 20 Jahre alt ist er.
seit 2010 in Konstanz. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Du? Nee. Aber schön, wenn ein junger Spieler so eine Aktion hat. Ja, definitiv. Das wäre da sicherlich, das wäre vielleicht einer seiner Highlights in dieser Saison sein. Ja. Weil der Sandro Heberlein, ja, spielt nicht viel. Das ist schön, das freut mich, dass dann der Wurf eingegangen ist. Und es sind 14 Punkte nur. Alles ist machbar im Basketball. Ja, definitiv. Ich hatte heute schon ein schönes Basketballspiel gesehen. FC Bayern München gegen Alba Berlin. Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Ja, es war in der dritten, im dritten Viertel, viertes Viertel noch sehr spannend. Also Alba hat es dann noch ein bisschen verkürzt und hinten raus, aber dann die Bayern mit starken Robin Benzing. Also seit Pesic da ist, ist der alte Seeheimer richtig gut drauf. Aber wir sind ja hier in der Pro B Süd. Und hier steht es 73:59. Wie immer nochmal der Hinweis auf Facebook. Wir sind gerne für eure Fragen. Also Kommentare erreichbar und sehen auch gerne euer Feedback. Wie gefällt euch der Stream? Was können wir besser machen? Postet es auf Facebook über die Seite der Fraport Skyliners. Ja, 10 Minuten noch, Marc. Deine ehrliche Einschätzung und Meinung, schaffen die Konstanzer nochmal hier zurück ins Spiel? Schwierig. Also ich sag mal ja. Aber jetzt wirklich, Radulovic jetzt mit wirklich sehr vielen jungen Spielern hier im Spiel. Paul Muffler im Spiel jetzt, 19 Jahre alt ist er. Wer ist noch im Spiel? Der Raschka ist im Spiel. Also auch Jungs, die nicht so viel Spielzeit sonst bekommen. Aber jeder muss seinen Senf zum Erfolg bringen im Basketball. Und daher ist die Bank jetzt auch im Spiel für Konstanz. Ballbesitz jetzt für die Fraport Skyliners Juniors. Larry Wright. Teilig. Teilig und der Ball nach vorne. Schöner Hintermann. Alley-oop, bisschen zu hoch für Danilo. Das hätte vielleicht der Dank sein können, aber war zu hoch für ihn. Muffler. Boot. Schinke. Boot. Starke ja. Bewegung von ihm. Boot mit einem sehr, sehr guten Spiel hier. Ja, ja. Eduard und es Boot. Sind nur noch 12 Punkte. Falco Teilig. Larry Wright, right? Fake. Das Benedikt Bene. Nikolai. Yeah. Wieder die Bank. Für drei. Von den Fraport Skyliners Juniors. Jeder gibt was zu dem Erfolg der Fraport Skyliners Juniors. Auch Benedikt Nikolai mit einem 3-Punkte-Wurf. Zwei leichte Punkte. Da versuchte Wright den Steal zu machen. Raschka mit den Punkten. Weißt du, wer hat noch gar nicht gespielt hat? Ja, Novak. Okay, ja, stimmt. Yeah, right. Schöne Bewegung. Oh. Sieht das Foul. Ja, kannst du dich noch an das Spiel erinnern in der Vorbereitung gegen Würzburg? Alle hatten sich gefreut, die Rückkehr von Jimmy McKinney. Und wer klaut Jimmy McKinney die Show? Larry Wright mit 27 Punkte. Ja. Da hat man wirklich gesehen, er kann auch mit BKBBL-Spielern mithalten. Ja, definitiv. Er hat ja auch 5 Spiele für die erste Mannschaft gemacht und hat in diesen 5 Spielen sehr gut gepunktet. Zweiter Versuch für Larry Wright. Ist gut. 78:63. Muffler. Sehr hart verteidigt von Falco. Oh ja. Linke. Rot. Zweistellig. Schinke. Raschka kickt den Ball noch mal raus. Schneller, oh. Schöner Pass. Oh. Aber einen leichten Korbleger kann Heberlein nicht machen. Fastback right. Aber das schnell Tempo kommt raus. Dann zurück. Benne auf Falco. Falco mit System. Kommt ein Doppelblock. Horns. Benne.
Ah, und der Stio wird gefoult. Aber kein Stio, ja. Kein Stio. Da wäre was am Knie abgekommen. Der humpelt ein bisschen, aber shake it off. Genau, bisschen rauslaufen und dann geht das schon. Falco. Neuer Aufbau auf Rapport Skylanders. Danilo auf Falco. Block, Pick and Roll. Oh, no good pass, aber diesmal nicht. Da war nicht der Mann da, den er gedacht hatte, dass er da steht. Ja, vielleicht ein Miscommunication da. Und jetzt Konstanz mit leichten Punkten von die Nummer 18 Schinke. Und es sind wieder 13 Punkte Unterschied. Ja. Aber die Skylanders haben weiterhin die komfortable Führung. Und die scheinen es auch nicht richtig abgeben zu wollen. Larry Wright, in and out. Rebound Ford. Kommt Konstanz nochmal. Ford, der Go-To-Guy zweiten. Und er macht ihn. Der zählt. Und in End One. Wow. Und man muss ganz ehrlich sagen, der Ford ist in diesem Spiel der Henningsen. Spiel. Der Henningsen des Spieles. Also er macht ein super Spiel. Ja, Wahnsinn. Ganz wichtig für Konstanz. Und wenn er diesen Freiwurf macht, ist es nur noch 10 Punkte. 13 Punkte für Ford. Und wenn er diesen macht, dann ist es der Ausgleich. Nein, er macht ihn nicht. Rebound Taylor Brown. Er hat mal in dieser Saison 14 Punkte gegen Weißenhorn gemacht. 78-67. Der Ausgleich wäre es nicht gewesen, dann wäre es auf 10. Nee, ich meine für seine Bestmarke in der Saison 14 Punkte. Okay. Weil er hat ja 13, richtig? Müsste ich mal nachschauen. Aber Konski mit den Big Shot. Wenn immer Konstanz so ein bisschen versucht zurückzukommen, da ist Konstanz den Kleinen, wie vorhin schon. Stio, gute Defense. Klein. Und er zieht und das Foul. Sportliches das war ein hartes Foul. Ja, das war ein hartes Foul. Aber Konsti ist auch, er nimmt es hart im Nehmen, schnell wieder auf seine Beine. Fort war das mit dem Foul, sein viertes Foul. So, Konsti an der Linie ohne Aufstellung. Ja, sehr sicher. Ist Konsti Topscore? Konsti ist... Nein, noch nicht. 22 hat Larry. Ah ja, Larry, right. Ja, okay. 22 auch Konsti, also er hat gleich gezogen jetzt mit Larry. Danilo zum Korb. Oh! Danilo! Mr. Dunn! Man can still jump, Bartel. Es muss einfach irgendwann im Spiel ein Dank von Bartel kommen. Ja, es ist kein Basketballspiel, wenn nicht Danilo Bartel gedankt hat. Man hat es ganz ehrlich an seinem Gesicht gesehen. Ja. Er war wirklich... Wobei ich hatte noch mit gerechnet, dass er vielleicht Kickout spielt, aber in dem Fall war er einfach gnadenlos zum Korb. Gnadenlos. So im Gesicht so ungeduldig. Er wollte einfach wieder danken. Jetzt hat er es. Vielleicht kommt noch einer. 85-67 weiterhin. Hohe Führung der Fraport Skylanders Juniors. Da ist er wieder, Barton, am Baseline. Gegen Ford, zum Korb! Zwei er Punkte. Punkte. Barton macht was für sein Konto und jetzt sind es wieder 20 Punkte, Marc. So schnell geht es, eben war es was 10 gewesen. Ja. Wahnsinn. Ja, 10-0 Run, Skyliners. Schöner Pass auf. Oh. Und schöne zwei Punkte von Schieler, wenn die zählen. Skyliner runter. Ja, ja. Ford hat sich rausgefault. Der Kopf zählt, ja. Und das Foul war danach. Uama Sila mit den zwei Punkten. Und Falco Teilig jetzt an der Freiwurflinie. Falco Teilig hat eine Quote von 71%. Ja. Den ersten macht er nicht. 4,5 Punkte, 1,7 Rebounds, 3,1 Assist für den Falco Teilig. Gut.
Das ist natürlich schade jetzt für Konstanz, dass Roth sich jetzt rausgefault hat. Connolly. Connolly und das Foul gegen Falco. Gutes Foul-Management von den Juniors. Nur Danilo Bartel mit 3 Fouls, ansonsten sehr ausgeglichen. Offensivfoul gegen Connolly. Ja. Vier Minuten noch, 54 Sekunden zu spielen. Es sieht aus, als ob die Fairport Skyliners wieder zu Hause gewinnen werden. Benedikt Nicolai in the corner, Bartel. 88, auch ein Offensivfoul. Aber gegen Brown, oder? Oder war das Bartel? Danilo. Man kann es auch nicht glauben. Ich würde jetzt gerne ein Replay sehen. Ja. Das können wir leider noch nicht anbieten. Die Auszeit von Konstanz. 4:41, 88 Punkte. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, ob wir die 100 kriegen. Das hast du aber schneller erkannt als ich. Aber das stimmt, es sind nur noch 12 Punkte. Ja. Es ging ja viel schneller, als ich dachte. Ja, ja. 12 Punkte, ich glaube, es wird knapp, Marc. Ja, also 12 Punkte sind schon noch viel, deswegen müssen wir vorsichtig sein. Es kommt drauf an, was macht Eric Detlef jetzt. Behält er viele der Starter im Spiel? Ein heißer Wright, kleines heißt, oder spielt er jetzt noch einige von der Bank? Das könnte ausschlaggebend sein, ob wir die 100-Punkte-Marke machen oder nicht. Dass wir es können, haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt in der Saison. Ja, man weiß nie genau, wo die Kamera ist, nicht? Nein. Da muss man immer aufpassen. Immer aufpassen. Kameras sind überall hier im BCR. Und sei es nur eine Fotokamera. Ein bisschen Spaß nebenbei. So, wir haben jetzt wieder den Einwurf vor unserem Tisch. Last Mank. Der wieder wunderbar positioniert ist. 4 Meter hinter der Connolly. Connolly. Das Mac. Er zieht hart zum Korb mit Brett in and out. Und irgendwie hat Bartel den Ball bekommen und die Skyliners jetzt in der Offense. So, jetzt geht's auf die 100 Mark. Schauen wir mal. Also die Aufstellung ist so ziemlich gleich geblieben. Nur Klein, Bennett. Und fällt da rein. Nein, Bartel da. Bartel unterm Korb, kickt raus. Nicolai hinter Bennett, der Dreier. Step back. Nein. Brown mit dem Rebound. Nein. Auch nicht. Zwei Brown hat den Ball. Hechtet Bennett. Nicolai rettet. Ei, jetzt ist er. Sila geht zu Boden. Und das Offensivfoul von Taylor Brown. Ja, immer noch keine Punkte. Connolly verdribbelt sich fast. Menk an der Mittellinie, Handoff. Connolly kickt den Ball rechts. Harter Pass, hat Henningsen nicht mitgerechnet. Der ist auch wieder im Spiel, 8 Sekunden an die Wurfuhr. Connolly. Jumper. Zwei. Ganz zwei sauber Punkte gemacht. Ja. 88-71. Immer noch möglich. Aber die Uhr geht runter. Nicht nur für Konstanz, aber auch für die Skyliners 100. Klein. Verdribbelt sich fast immer noch Klein. Sila kommt raus. Block von Bartel jetzt. Ja. Rüber zu Bartel für 3. Mit seinem schönen High and Rainbow. Long Rebound. Der Ball geht von einem Bein ab, aber im Gerangel ist die Nummer 18. Und Rückspiel. Turnover. Rückspiel von Konstanz. Schinke hat zwar den Ball erobert, aber hat sich mit dem Oberkörper zurückgelehnt über die Linie. Und da im Basketball der ganze Körper zählt, ist das Rückspiel. Klein.
Falco. Heilig am Baseline. Passt. Oh, ganz schwieriger Pass. Oh. Und Danilo verstopft sich. Hat ihn zurück. Aber jetzt. Gut, Danilo. White man can jump. Bartel. Wenn es nicht das erste Mal geht, try again. Oh ja. Yeah. Nice one. Das ist richtig Spannung hier. Das ist Excitement hier, so Spielzüge zu sehen, Marc. Es macht Spaß. Connelly für drei. Wow. 90-74. Aber ich glaube, ein bisschen zu wenig Zeit noch für ein Comeback. Jetzt hier noch in den letzten Minuten. Ja. 16 Punkte sind schon viel. Das Foul von Konstanz, von Connelly. Nummer 1, Aubrey Connelly. Drittes persönliches Foul. Spielwechsel Junior ist zurück. Marc, ob der Danilo Bartel heimlich Dunks übt? Naja. Vielleicht. Und? Dass er es kann, ist unbestritten. Aber er geht jetzt aus dem Spiel. Ins Spiel jetzt Tim Oldenburg. Ja. Und er führt ja auch in der Teamwertung von Play of the Games ganz deutlich die Wertung an. Zu Recht. Und ganz ehrlich, das überrascht man schon, wenn man ein Quantas Robertson im Team hat. Ja, definitiv. Man würde fast denken, der würde in jedem Spiel einfach nur zahlreiche spektakuläre Plays haben, was er ja auch hat eigentlich. Ja. Nicht nur Dunks, aber überall auf dem Platz mit seiner Athletik. Aber dieses Jahr ist Quantas eher defensiv spektakulär. Genau. Offensivfoul gegen Connelly. So, jetzt kommt noch mal richtig die Bankwechsel von Radulovic, der Trainer von Konstanz. Osterwalder kommt, Muffler kommt, Heberlein und Raschka. Raschka. Das 2-9. War's für die Amis. Oder der eine Ami, Entschuldigung, Connelly. Sila ist ja aus Mali, right? Und das sieht man jetzt klar, Konstanz hat mit der Niederlage jetzt abgerechnet, das wird nichts mehr passieren. Und naja, für die Fraport Skyliners ist es weiterhin Richtung Playoffs. Richtung Playoffs, ganz klar. Man muss sehen jetzt, wie die Tabelle nach dem Spieltag dann ausschaut. Aber es sieht gut aus. On the way. Ja, und so kann man auch zu seinen Punkten kommen, wenn man nicht so gerne wirft. Falco Teilig von der Freiwurflinie. Und er macht beide 4 Punkte hintereinander. Ja, und alle durch Freiwürfe 4 aus 4. Einmal Auszeit Konstanz. Konstanz mit der Auszeit. 6 Punkte nur noch bis zu dem magischen dreistelligen Ergebnis. 1 Minute 36, also es wird knapp. Ja, 2 Dreier, Marc. 2 Possessions, 2 Dreier. Ja, aber man muss auch erstmal Konstanz muss einen auch verschießen lassen. Wir werden ganz bestimmt nicht sagen, okay, hier, ja, wunderbar, schieß mal die Dreier. Ist okay, macht einfach. Nein, die werden schon dagegen arbeiten, so wie sie das ganze Spiel gearbeitet haben. Und, ja. Auch die Skyliners heute mit einem guten Job, nicht richtig in Foul-Probleme zu kommen. Nur Danilo Bartel mit 4. Sonst haben alle weniger als 4. Noch einer mit 3, Taylor Brown, aber sonst alle anderen weniger als 3. Ich habe eine Erklärung, warum Konstanz im Rebound-Duell heute nicht die besten Chancen hat. Okay. Und zwar wurde uns mitgeteilt aus Konstanz, und vielen Dank dafür über Facebook, dass Luis mir verletzt ist. Ah ja, okay. Und ich war mir nicht sicher, ob er verletzt oder nicht im Team war. Nikolic sitzt zwar auf der Bank, ist aber leider auch verletzt. Ja, okay. Von daher, da sehen wir ihn jetzt auch. Ja, Nikolic, genau. 2,8 Meter, glaube ich. Ist natürlich sehr bitter, wenn beide Center, beide etatmäßige Center ausfallen. Daher gute Besserung an beide Spieler. Alles Gute für die Zukunft, für die weiteren Spiele. Das ist wohl ganz rechts, das ist wohl Nikolic, ja. Ganz rechts an der Bank in der Trainingshose. Ja. Zweiter Versuch von Muffler ist gut. Noch ein paar Punkte für sein Konto.
Und jetzt, Marc, wie gesagt, zwei Dreier noch. Wo ist er denn, der... Alley-oop! Nein, right, rettet. Aber der Steal von Schinke. Eberlein. Muffler. Lass die Kids auch mal... Da haben die es versucht. Zu Osterwalder. Die letzte Minute läuft. Gute Idee. Nikolai. Den Ball nach vorne. Timmy Oldenburg. Handoff to Larry Wright. Taylor Brown. Taylors Jumper. Fehlwurf. Und Tim mit dem Putback. Kein Foul an Tim Oldenburg. Weiter geht's. Aber die 100 ist gestrichen. Ja, leider. Osterwalder zieht. Und dazwischen kam Larry Wright noch. Er suchte Raschgan am Flügel da. Eberlein. Inside zu Raschka. Auch kein Foul und Ballbesitz für die Juniors. Turnover. Ja, 16,7 Sekunden noch. Noch ein Versuch. Lass den Benedikt Nikolai nochmal werfen. Ja, das wäre doch eine schöne Sache. Wer macht den letzten? Sagst du Benne? Ja, ich sag, gib ihm einfach mal den Ball. Okay. Weil er spielt ja jetzt nicht so viel sonst. Die anderen haben ja schon viel gemacht. Teilek. Nee, Larry Wright will es. Gut! Larry Bucci Wright. 5 Sekunden noch. 96, gibt's noch 76. Wieder so ein fantastisches... Nein. Turnover. 2,1 Sekunden, gibt es vielleicht noch einen langen Einwurf. Oder die werfen den Ball ein und lassen die Uhr rausgehen, wer weiß. Oder so. Ja, Konstanz leider heute mit stumpfen Waffen hier durch das Center-Problem und den frühen Foul-Trouble. Dennoch, ein gutes Spiel von Konstanz mit den Mitteln, die sie hatten heute. Und besonders muss man hier erwähnen, dass Ford ein gutes Spiel gemacht hat. Connolly hat den Aufbau gut geleitet und Umar Silla, besonders in der ersten Hälfte, hat er gut gepunktet. Ja. Also muss man ganz klar sagen, gut gemacht trotzdem an die Basketball-Konstanz. Wollen wir noch einen Spieler holen fürs Interview? Ja. Magst du noch einen holen? Such dir einen aus. Ich suche mir einen aus. Und du kannst dann die Statistiken holen, bitte. Thank you, Mark. Und am Ende ist ja Danilo Bartel ja noch zu seinen Danks gekommen und so hatte man nochmal alles hier in diesem Spiel. Wieder ein gelungener Sieg der Fraport Skyliners Juniors hier und man hat es ja via Facebook gesagt, Entschuldigung, dass ich meine Notizen nicht besser gemacht habe wegen die zwei Ausfälle der Centers, aber das hat natürlich ein bisschen den Konstantern wehgetan, unterm Brett, und das sind dann natürlich so Ausfälle, die dann sehr wehtun. So, Marc, wen holst du jetzt? Bin ich mal gespannt. Ah, der Konsti kommt. Ja, jetzt hier an meiner Seite Konstantin Klein. Ich gucke gerade rüber, 22 Punkte hast du gemacht. Glückwunsch zum Sieg, Konsti. Im Endeffekt muss man sagen, es war ein gelungener Sieg für euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, er hätte noch höher ausfallen können. Wir waren ab und zu unkonzentriert. Aber Kompliment an Konstanz. Ich denke, wir waren unangenehm zu spielen. Wir haben alles rausgeholt, haben gekämpft, haben Dreier getroffen. Also, aber was gut war von uns, dass wir immer wieder zurückkamen. Also dass wenn wir sonst knapp wurden, haben wir immer wieder Moral gewinnen und zurückgekämpft. Ich sag das ja ungern. Ich habe es immer mal wieder während der Übertragung gesagt, das, was du jetzt in die zweite Halbzeit gemacht hast, haben die Bayreuther gestern gemacht. Du hast Big Shots gemacht, gerade da, wo die Konstanz ein bisschen zurückgekommen sind, so auf 10 die Führung zurückgeschaut haben, habt ihr dann wichtige Würfe gemacht. Das hat ihr leider gestern in Bayreuth nicht geschafft, das haben die Bayreuther gemacht. Genau, so denke ich war es, ja. Also wie du meinst, ja, jedes Mal, wenn die wieder rankam, haben wir wirklich einen Wurf getroffen oder einen Wurf gehabt. Von da aus, ja, kann man vergleichen. Okay.
Man hat auch gesehen, die zwei Big Men haben heute gefehlt, Nikolic und Robinson Buisme. Ja. Daher war das sicherlich auch ausschlaggebend für euch unterm Brett, was ihr ja auch ziemlich gut gewonnen habt mit 41 zu 22. Ja, das ist wirklich deutlich, ja. Oder? Ja, ich denke, wir haben heute gut am Brett gearbeitet. Und, aber dafür, dass Konstanz halt wirklich eher mit kleineren Spielern gespielt haben, haben die, denke ich, schon gut Druck gemacht auf Hofmann und Danilo, aber die haben es gut durchgesetzt da. Und ja, das war sehr wichtig, dass wir die Rebounds so alle gespielt haben. Ihr habt in den letzten 6 Spielen vor dieses Spiel 68 Punkte im Schnitt aufgegeben, in der Defense heute mit 76, alle Mann an Bord. Wie warst du zufrieden mit der Defense? Ja, ich denke, wir können immer noch besser spielen, weil wir haben genug Leute, die wirklich gut verteidigen können. Wir haben eine große Rotation, wenn wir wollen. Von da aus, denke ich, können wir immer noch besser verteidigen, aber im Endeffekt, die haben schwere Würfe getroffen auch teilweise. Ich war, glaube ich, der Große von denen, oder der Fünfer. Boot hat, glaube ich, gut in Fahrt gekommen. Getroffen und von da aus, ja, wenn die treffen, kannst du nicht viel machen. Wenn du verteidigst, ist ja so wichtig, also so Dreier treffen, kannst du nicht viel machen, aber muss besser werden. Was ich glaube, was auch wichtig war, ich habe den Frederik Hendingsen sehr früh in Foul Trouble gebracht. Er ist auf Topscore und hat ihn auch ganz gut zugemacht heute. Ja. War das auch so ein bisschen ein Ziel, was ihr machen wolltet? Auf jeden Fall. Ich denke, der und der Point Guard waren... Finally, ja. Genau, die waren relativ... ja, mussten wir, dass wir die gut verteidigen müssen, weil die gut spielen können. Auch der... Wer ist er denn? Sila, genau. Der war ja auch... der war ja auch... Also ich denke, wir haben einen guten Job gemacht in der Verteidigung. Wir könnten immer noch besser machen, aber es war okay. Habt ihr eigentlich schon eine Teamwette mit Danilo Bartel, wenn er mal nicht dankt im Spiel? ich glaube, es wird nicht mehr passieren diese Saison. Vor allem nicht in der Probe. Er dankt immer, ne? Ja, also kann er ja. Aber heute ist es knapp geworden. Am Ende kam es dann, aber... Einmal hat er heute verdankt. Genau, das auch noch. Aber hat dann bald zurückgekommen und hat dann viel gedankt. Ich denke, Danilo Stärke ist seine Athletik und ich denke, er wird jedes Mal, und das sollte er auch, weil... Da kann ihn keiner stoppen, wenn er den Ball reichen hat. Wie wichtig ist so ein Spiel heute? Nicht nur der Sieg, aber auch für dich persönlich. Du hast ein gutes Spiel gemacht. Gerade nach dem Spiel gestern in Bayreuth, wo ihr verloren habt und nur 5 Minuten gespielt hast. Nach vorne schauen zu Braunschweig. Ja, also ich denke, in Braunschweig müssen wir von vornherein bereit sein, weil es ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Wenn wir gegen die gewinnen, sind wir wieder vor denen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir müssen jetzt die 2 Tage nutzen, die wir morgen und übermorgen haben und dann müssen wir da ready reingehen, richtig verteidigen und dann denke ich, also wir haben jedes Spiel eine Chance zu gewinnen und dann müssen wir halt die wichtigen Punkte holen. Da. Ich freue mich sehr auf Dennis Schröder, du auch? Auf jeden Fall, ja. Okay, Konsti, letzte Frage noch. Was wird wichtig sein, dass die Fraport Skyliners am Mittwoch diesen Do-or-Die-Spiel in Braunschweig gewinnen? Na, wie ich schon gesagt habe, ich denke, wir müssen bereit von vornherein sein. Nicht wie gegen Bayreuth am Anfang kurz verschlafen und ein paar Turnover. Wir müssen die kleinen Fehler abstellen, die Rebounds und Turnover und dann werden wir auch, denke ich, da gewinnen. Okay. Ich möchte mich bedanken. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute Mittwoch in Braunschweig. Mach's gut. Ja, das war Konsti Klein von den Fraport Skyliners Juniors und ein gelungener Sieg heute hier im BCM. Marc, war eine schöne Übertragung mit dir. Ja, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mal von Anfang an dabei. Ja. Und ich weiß nicht, hast du noch ein Schlusswort hier? Schöner Sieg heute wieder, also wie gesagt, durch die Mannschaftsspieler, die sonst nicht so viel spielen. Samir Dax, Benny Nikolai, tolles Spiel gemacht. Dafür Entlastung für Max Merz und Nikolai Vukovic. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, man sieht, dass die Mannschaft funktioniert, wenn alle an Bord sind. Und das macht sehr viel Spaß zuzusehen. Das ist wirklich eine Empfehlung. Kommt hier vorbei nach Basketball City Manhattan oder schaut euch den Livestream an. Ja, Marc, wir haben wieder ein Doppelwochenende in 2 Wochen. Samstag ich glaube um 19.30 Uhr sind wir in Hagen. Ich glaube, du vielleicht auch, weiß es nicht. Ja, hoffen mal schauen. Wir mal. Ja. Und dann die nächste Livestream-Übertragung in der Pro B ist am Sonntag, den 24.02. ab 17.45 Uhr genau. Mit uns beiden gegen... Ja. Das Farmteam von die Brose Baskets Bamberg. Ja, Breitengüßbach ist dann zu Gast und der Hinweis ist schon eingeblendet. Sonntag, 24.02. 17.45 Uhr wieder unbedingt live dabei sein oder noch besser hier live vor Ort vorbeikommen. Ich bedanke mich für die schöne Unterhaltung Ja. Und bis zum nächsten Spiel. Vielen Dank, Miles, und vielen Dank an alle Zuschauer da draußen in der großen, weiten Internetwelt für euer Zuschauen, für eure Treue. Und bleibt uns gewogen. Vielen Dank, alle da draußen und bis bald. Tschüss. Tschüss.